Ich habe hier noch gerade noch was, noch ein Häuser. Ah, bevor wir natürlich da hingehen. Ja. Noch ein paar Häuser noch looten. Weiß nicht, was ich brauche. Übrigens, ich habe mir noch was geholt gehabt. Ich kann euch mal zeigen. Genau. Kampf, Tempo und Effizienz habe ich mal erhöht. Also bedeutet, dass die, wie gesagt, mein Fokus eher länger anhält. Und wie gesagt, eigentlich Tempo, vor allem ist das da. Aktionen von Schlösser knacken vor allen Dingen. Und halt Kampf. So hätte ich schon mal Kampf kommen. Ich bin so einer netten alten Dame mal hingegangen, hab mir mal ein Upgrade mal geholt. Die Upgrades mal geholt gehabt. Das ist gefällig, die Stanz. Dankeschön, dass du so ein Seil festhältst. Dankeschön. So. Passiert? Nee. Und das ist wirklich deutlich länger. Kann ich irgendwie mal drüber springen oder? Muss ich da drüben hochkommen? Ich habe da keine Lust darauf. Hier übrigens die Frau steht K.O. gestartet. Du hast mich. Kommt, Brüder und Schwestern. Es ist Zeit, dass alle von den Götzen umarmt werden. Und das nochmal. Natürlich, der ist derjenige, der uns reinigt. Auf zur verborgenen Stadt. Halsin! Ja, wen denn? Ich bin schon weg. Ich bin auf jeden Fall schon weg. Ja. Ja, mit den Ölflecken hab ich schon mitbekommen, wie das aussehen kann. Oder bei der eine dort. bei den schönen Haus mit den schönen Frauen dort drinne. Na gut. Es gibt eine Frau, die schöner ist. Das ist meine Freundin. Wird auch bleiben. So. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn es hoffentlich noch ist. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden, dann wohl in Rätsel. Wie die Königin der Bänder. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Ich kann sie nicht allein lassen. Eure Tochter ist tot. Lebt für sie oder sterbt mit ihr. Schlafen, geht er schlafen. Die Hoffnungsvollen sind vereint. Orion ist bereit. Riegeln wir die Kathedrale ab. Aber wie viele unserer Brüder und Schwestern sind noch auf den Straßen? Die Straßen gehören uns. Kein heimliches Flüstern mehr. Keine Angst vor den Geigen. Alle Gläubigen, die jetzt nicht hier sind, müssen warten. Das tut weh. Wenn der jetzt noch weitergeht, da kann ich vielleicht mit schon kommen. Ah! War das ein Mensch?
suche hier unten. Aber unten so ist gut. Da kannst du schon mal hier Schloss knacken. Obwohl wir sollen doch von Schätze doch finden. Oh, was für Pfeile. Da bin ich lang. Ein Bolzen wird dich finden. Jesse, man sieht sich. So, knacken alles hier. Da. Gut. Und was kriegt man raus? Eisene Rüstung, Maschinenfassaden. Nur die Götzen überdauern alles. Ich muss zu der Rotunde, aber diese Plattform hat ihre letzte Last getragen. Mal sehen. Ah, nee, so, ja. Gut. Und? Was, nach unten? Komm heraus, Freund. Hab keine Angst. Nein. Nein. Doch. Gläubiger. Ich glaube an niemanden. Ich bin ein Dieb. Was soll uns eigentlich glauben? Wie lange, bis die Vorräte unten sind? Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Weicht nicht zurück! Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen und Ungläubigen von unseren Straßen. Bald werden wir Zeugen einer neuen Dämmerung! Ähnlich als Rattenfutter. Hey. Hä? Hat sich da gerade etwas bewegt? Ja! Ich bin verletzt! Ich komme dich hoch!
Wer hat er mich jetzt getroffen? Hä? Vielleicht wäre der Tod eine Gnade. Ich habe dich lange genug gejagt, Ungläubiger. Der Ungläubige hat ein Kind. Oh. Der Körper hat was gemacht? Wachen! Beschützt mich gefälligst! Lasst mich in Ruhe! Ich hab euch nichts getan! Ist ja gut, wenn ich dir nichts getan habe. Aber der verfetzt mich. Wasserpfeile. Wie ist das Feuer ausgegangen? Du lässt es aus.